In diesem Jahr steht China im Fokus der Doc-Guest-Reihe. In den insgesamt 5 Filmen geht es unter anderem um politisch kritische Themen und zwischenmenschliche Konflikte. Die jungen Filmemacher erzählen uns dabei Geschichten aus einer modernen, aber auch traditionellen Welt. Aber warum hat gerade dieses Land mehr Aufmerksamkeit verdient? Wir haben dazu Björn Jensen befragt, welcher seit nunmehr 8 Jahren auch in China arbeitet. Ich glaube, dass tatsächlich China ein Land ist, das oder auch die Filmemacherszene dort so spannend ist in den letzten Jahren, dass es ein konsequenter Schritt ist, dann auch China hier als Gast einzuladen und zu sehen, was es hier China zu bieten hat. Im Film Little People, Big Dreams begleiten wir Kleinwüchsige in einer Art Menschenzoo. Sie leben zwischen der Akzeptanz in der für sie erschaffenen Welt und der Diskriminierung in der Außenwelt. Neben diesem Film gibt es noch viele andere spannende Geschichten, beispielsweise die einer jungen Frau, welche sich nicht der Ein-Kind-Politik unterwerfen möchte. Hiervon erzählt der Film Mothers. Was immer es an Problemen möglicherweise hier gibt, ist ein wesentlich größeres Problem dort. Das geht mit Verkehr los, es geht mit Erziehung weiter, mit dem Ausbildungssystem, mit dem Gesundheitssystem, mit der Umwelt, Umweltverschmutzung. Alles ist dort sozusagen um mehrere Faktoren größer. China hat ja eine Zensur, ja, das, wie wir wissen. Aber es ist so, dass es im Laufe der letzten Jahre möglich war, Dinge zu zeigen, also Missstände aufzuzeigen, wenn Missstände da sind. Aber in dem Moment, in dem man zeigt und einfach sagt, hier ist ein Problem, ist das in Ordnung. Im Großen und Ganzen gibt es in China neue und unerwartete Geschichten, für die es sich definitiv lohnt, ins Kino zu gehen.